Grüß Gott und herzlich willkommen zur 12. Folge. Dieses Mal wollen wir uns die Zusammenstellung und Gesamtheit der Register verschiedener Orgeln anschauen. Es geht um die Disposition, um die vorgegebene Auswahl an Registern, die eine Orgel nun einmal hat. Denn mit dieser Auswahl ist auch in gewisser Weise schon vorbestimmt, was man auf dieser Orgel sehr gut oder aber mit weniger gutem Erfolg spielen kann. Und die Anordnung der Registerzüge oder Wippen kann uns häufig auch helfen, gute Registrierungen zu finden und Registerkombinationen ohne komplizierte Setzer rasch zu wechseln. Oder wir können aus ihnen Spielideen für das Musizieren vor dem Gottesdienst und bei der Begleitung der Gemeinde ziehen. Es gibt bei den Dispositionen ja eine sehr große Vielfalt. Um etwas Ordnung ins Chaos zu bringen, können wir zunächst von Folgendem ausgehen. Im Hauptwerk finden wir meistens die Prinzipalpyramide, also 8 Fuß, 4 Fuß, 2 Fuß und die Mixtur. Auf dem zweiten Manual, eventuell mit Schweller, finden wir ein flötendes Kornett, also ein gedeckt, oder Flöte 8 Fuß und 4 Fuß, dazu in Einzelreihen Quinte, 2 Fuß, Terz oder Kombinationen wie Sesquialter oder ein Kornett dreifach. Damit könnte man im Hauptwerk die kräftigen Registrierungen vornehmen, zum Beispiel für die Begleitung des Gemeindegesangs. Das Oberwerk oder Rückpositiv, jedenfalls das andere Manual, könnte für Solo-Registrierungen mit Aliquoten verwendet werden. Wenn dann noch eine kleine Zunge im zweiten Manual steht, ist auch diese eher für solche Solo-Registrierungen vorgesehen. Ein Zungenregister im Hauptwerk, bei den Prinzipalen dagegen, wäre eher ein kräftiges Register, um dort noch mehr zu verstärken, also eine Trompete zum Beispiel. Um ein Solo auf dem zweiten Manual begleiten zu können, muss entweder zum Prinzipal 8 Fuß noch mindestens ein leises Register hinzukommen. Oder der Prinzipal 8 Fuß wird gleich durch einen Stellvertreter ersetzt. Wir hatten das ja in Folge 3 schon angesprochen. Einen solchen klaren Aufbau finden wir an der Orgel in Stuttgart-Häslach, von der wir gleich noch ein Beispiel hören werden. Dazu ist noch eine Variante zu erwähnen, nämlich wenn die Quinte mit oder ohne Terz nicht im zweiten Manual steht, sondern im ersten Manual bei den Prinzipalen. Daraus ergeben sich dann zwei Konsequenzen. Die erste Konsequenz ist, dass man davon ausgehen kann, dass die Aliquoten im Hauptwerk eher lauter und nicht so sehr flötend sind, als wenn sie im zweiten Manual stehen, also eher für laute Soli oder eine Färbung der Prinzipalregister angewendet werden. Die zweite Konsequenz, die man daraus ziehen kann, ist, dass das zweite Manual dann eher einen begleitenden Charakter bekommt. So etwas finden wir zum Beispiel in unserer Kirche in Leonberg.
Ähnliches gilt übrigens für Streicherstimmen. Wenn sie im Hauptwerk stehen, etwa eine Gambe, sind sie nicht immer, aber häufig etwas lauter, als wenn sie im zweiten Manual stehen, zum Beispiel als Salicional. Das verdanken wir den Entwicklungen im 19. Jahrhundert, in dem die Manuale viel deutlicher in der Lautstärke unterschieden werden als im Barock. Das zweite Manual wird im 19. Jahrhundert zum Echo des ersten Manuals. Das sieht man zum Beispiel an unserer Orgel in Michelfeld. Dort verschmelzen, wie im 19. Jahrhundert übrigens öfters der Fall, die Aliquoten mit der Mixtur zu einer Kornettmixtur mit Quinte und Terz. Im 20. Jahrhundert versuchte man, an barocke Dispositionen anzuknüpfen und man begann, den Prinzipalchor auf beide Manuale zu verteilen. Das bedeutet, der Prinzipal-Zweifuß zum Beispiel steht nicht bei den Prinzipalstimmen 8 und 4 im Hauptwerk, sondern tauscht seinen Platz mit dem flötenden Zweifuß aus dem Kornett des zweiten Manuals. Nicht selten findet man vielleicht auch noch eine zweite Mixtur oder eine Zimbel im zweiten Manual. Der Hintergrund für diese Umverteilung oder Erweiterung ist einfach. Das zweite Manual soll aufgewertet werden. Es wird kräftiger und ist eben somit nicht nur noch Echowerk. Das Oberwerk wird dadurch wieder klanglicher Kontrast zum Hauptwerk, weil es schärfer wird. Daraus folgt der nachvollziehbare Gedanke. Wenn auf dem zweiten Manual kräftige Register zu finden sind, dann ist doch einmal eine Gemeindebegleitung auf dem zweiten Manual zu versuchen. Wir haben zwei Beispiele aus der neobarocken Zeit gehört, wobei in Friedrichshafen der Prinzipalchor konsequent im Hauptwerk verbleibt. Aber das Rückpositiv ist doch auch schon aufgrund seiner Position nahe der Gemeinde kräftig und hell genug.
Wenn das zweite Manual nun durch Prinzipale oder allein durch seine Stärke schon eine gewisse Selbstständigkeit hat, dann kann man sehr gut durch die Manualkurbel eine wirkliche Verstärkung und Klangänderung erreichen. In Friedrichshafen haben wir es gerade gehört, hier in Tübingen kann ich es auch noch einmal zeigen, auch wenn wir hier nur eine Prinzipalflöte 4 Fuß und eine Blockflöte 2 Fuß im Schwellwerk haben. Ich registriere dazu 8 Fuß und Quinte 2 Drittel und im Hauptwerk nehmen wir roh gedeckt und Oktave 4 Fuß. Ohne Kuppel. Mit Kuppel. Generell dazu eine grobe Einschätzung. Wenn eine Disposition viele Aliquoten oder verschiedene, vor allem höhere Fußlagen hat, zeigt das eine eher barocke Tendenz. So etwa in unserer Orgel in Stuttgart-Ost. Eine Häufung von vielen Registern in 8 Fußlage zeigt eine romantische Tendenz. Das ist auch ein Hinweis darauf, welche Stücke auf einer Orgel am besten klingen. Mehr Register in höherer Lage, eher barocke Literatur. Mehr Register in 8 Fußlage, eher romantische Stücke. Unsere Orgel hier in Tübingen hat 5 Register in 8 Fußlage im Hauptwerk und 4 Register in 8 Fußlage im Schwellwerk. Bei mechanischen Registertrakturen und Registerzügen, wie wir sie in Tübingen und vielen anderen Orgeln haben, sind die Züge meist so angeordnet, dass diejenigen Register, die häufig gemeinsam gezogen werden, auch neben oder übereinander liegen. In den Bildeinblendungen seht ihr zum Beispiel Registerzüge von Nassard und Terz oder Gedeckt und Gambe oder natürlich auch prinzipal 8 Fuß und 4 Fuß direkt über oder nebeneinander. Dabei sind die Orgeln meist so eingerichtet, dass die Register, die man eher dazuschaltet oder rasch abschalten können muss, wie etwa Mixtur oder die Aliquoten, nahe beim Organisten liegen. Das sind natürlich Feinheiten, aber genau solche Feinheiten machen es möglich,
problemlos ohne elektrische Spielhilfen rasch umzuregistrieren. Dabei gibt es natürlich auch zwei generelle Regeln in der Registeranordnung. In der Reihenfolge von oben nach unten oder von links nach rechts kommen zuerst die Labialregister und danach die Zungenregister, damit man sie nicht versehentlich verwechselt. Und eine gewisse Ordnung entsteht auch, indem zuerst die tieferen Register und dann nach und nach die höheren Register dazukommen. Bei mechanischen Orgeln versucht man immer eine größtmögliche Übersichtlichkeit und ergonomische Anordnung hinzubekommen. Bei elektrischen Orgeln und vor allem bei Elektronenorgeln stehen die Registerwippen einfach aufgereiht nach der simplen Regel: zuerst die Labialregister vom tiefsten zum höchsten, dann Zungenregister ebenfalls nach der Höhe. Dabei ist es unvermeidlich, dass zwischen Prinzipal 8 Fuß und Oktave 4 Fuß erst einmal alle anderen 8 Fuß Register stehen. Es ist nicht so einfach, die richtigen Wippen schnell zu betätigen. Und noch einen Nachteil haben diese Registerwippen: wir müssen uns genauer überlegen, welche Klangfarben wir mischen. Eine mechanische Orgel zeigt häufig durch die Anordnung der Züge schon, was harmonisch und gut zusammenklingt und deshalb auch mit den Zügen nahe beieinander steht. Wir wollten euch heute zeigen, wie die Disposition und auch die Anordnung der Registerzüge euch bei der Auswahl der Register helfen können. Einige Ideen und Anregungen und Möglichkeiten zur Gemeindebegleitung und andere Anwendungen im Gottesdienst haben wir euch erklärt. Ganz wichtig: solche Registerauswahlen müssen geplant sein. Bitte nicht einfach irgendwelche Register ziehen. Vor allem beim Wechsel der Registrierung zwischen den Strophen des Gemeindegesangs oder bei der Chorbegleitung sollte zuerst überlegt werden, zuerst ausprobiert werden und zuerst geübt werden. Wie immer folgen gleich noch eingeblendete Anregungen und Aufgaben. Und damit verabschieden wir uns für diese 12. Folge hier aus Tübingen. Freuen uns, euch bei der 13. Folge wiederzusehen, bei der wir uns mit Standardregistrierungen beschäftigen.